Wenn dein Kind deinen Anweisungen folgt und sich gut benimmt, dann werdet ihr besser miteinander zurechtkommen. Es ist erstaunlich, wie viel du bewirken kannst, wenn du mit deinem Kind anders redest. Die folgenden vier Schritte sollen dir dabei helfen, dass deine Kinder deine Anweisungen besser befolgen. Erstens, erweckt die Aufmerksamkeit von deinem Kind. Schau dein Kind an und sprich es mit dem Namen an, wenn du ihm Anweisungen gibst. Begib dich zudem auf seine Augenhöhe. Zweitens, bist positiv. Anstatt dem Kind zu sagen, dass es keine Unordnung machen soll, gib ihm eine klare Aufgabe. Zum Beispiel, du es bitte, die Küche aufzuräumen oder die Wäsche zu versorgen. Bleib aber realistisch. Den ganzen Tag still sitzen ist schwierig. Aber vielleicht kann sich dein Kind 15 Minuten mit sich selber beschäftigen, während du mit jemandem redest. Drittens, gib klare Anweisungen. Stell sicher, dass dein Kind versteht, was du von ihm willst. Beschreib genau, was du willst. Sag beispielsweise, bitte wäsch deine Hände 20 Sekunden lang, bevor du essen kommst, anstatt nur zu sagen, wäsch deine Hände. Kinder machen eher das, worum man sie bittet, wenn die Aufgaben in kleine Schritte unterteilt sind. Viertens, lob dein Kind für gutes Benehmen. Wenn dein Kind deinen Anweisungen folgt oder sich gut benimmt, sag ihm das. Durch das bestätigst du sein gutes Verhalten und zeigst, dass es dir wichtig ist. Denk daran, dass du das Verhalten von deinem Kind stark beeinflussen kannst, wenn du dich an die vier einfachen Schritte haltest. Erstens, die Aufmerksamkeit vom Kind erwecken. Zweitens, positiv sein. Drittens, klare Anweisungen geben. Und viertens, das Kind für gutes Benehmen loben.